Ganz vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier bin, sein kann mit euch. Ich finde, es ist eine tolle Atmosphäre hier im Raum, unglaublich viel Wissen im Raum. Und ich bin jetzt von meiner Ausbildung her eine, die gelernt hat, so wie Agnes das gestern Abend so schön gesagt hat, wie wir ökosozial mit der Landwirtschaft vor die Wand fahren. Konkret, ich habe Landwirtschaft studiert und Tiermedizin. Habe Monokultur gelernt und Massentierhaltung und wie man das dann jeweils repariert. Mit Pestiziden, synthetischem Stickstoffdünger einerseits oder eben entsprechend Medikamenten. Was habe ich nicht gelernt, weil Ingrid da ist, Immunsystem. Ja, wie fördere ich erstmal die Gesundheit der Tiere, in der Humanmedizin natürlich genauso, ne? Wie fördere ich erstmal die Gesundheit der Menschen, ehe dann überhaupt das Thema Reparieren ansteht. Also in welche Richtung geht die Ausbildung? Immer in Richtung Maximieren und nicht in Richtung Optimieren und dann muss halt wieder repariert werden. Wir haben damals das Studium nur ertragen, weil wir die Arbeitsgemeinschaft Kritische Tiermedizin gegründet haben und für uns erkannt haben, wir werden ausgebildet als verlängerter Arm der Fleischindustrie, werden ausgebildet zum Reparieren und eigentlich bräuchte es etwas ganz anderes. Und deshalb war ich so froh, als ich dann am Weltagrarbericht mitschreiben konnte, dessen Ergebnis ja war, auf die Frage, warum sind wir denn da, wo wir heute sind mit unserer kranken Landwirtschaft? Sind wir da trotz der Forschung und Ausbildung oder wegen? Ja, das klare Ergebnis bestätigte das, was wir damals, aber leider nur kleine radikale Minderheit innerhalb des Studiums, innerhalb der Studierenden eben erkannt hatten, was für ein Interesse hinter unserer Ausbildung stand. Und das Schlimme war, wir waren ja dann die, die dann die ausgebildet haben, die dann eben auf den Landwirtschaftsschulen auch gelehrt haben. Ja? Das heißt also dann 25 Jahre später war all das dann auch richtig in der Praxis angekommen. Also alles kein Zufall, sondern logische Folge, das, womit wir zu tun haben. Meine logische Folge war, Mediatorin zu werden, um entsprechend die zusammenzukriegen, die an den Tisch gehören, um gemeinsam zu gucken, wie kommen wir da raus, Förster über Landwirte, über Naturschützer und einfach Menschen mit gesundem Menschenverstand. Mein Ansatz ist die Frage, wie ist Bodenfruchtbarkeit entstanden, bevor Menschen sich sesshaft gemacht haben, bevor wir geackert haben, bevor wir gegärtnert haben. Also was sind natürliche Dynamiken der Bodenbildung? Wo sind heute die größten Ebenen mit fruchtbarem Boden? Prärie Nordamerikas, Pampas, Südamerikas, die Schwarzerdeböden der Ukraine oder unsere 100-Punkte-Böden in den deutschen Tieflandsbuchten. Was ist das gemeinsame Vielfache? Das sind alles Steppenböden. Und Steppe heißt Gras. Und Gras bleibt auf Dauer nur Gras, wenn es beweidet wird. Also mit anderen Worten, wandernde Weidetiere, nicht nur die, aber die ganz zentral, haben in Koevolution mit dem Gras zur Entstehung jetzt dieser fruchtbaren Böden beigetragen. Wie gesagt, gelernt habe ich das nicht, ausgebildet worden bin ich hierfür. Also Monokultur, ausgeräumte Gunstlagen und hier, was man jetzt rechts, also links, das sind ältere Bilder aus Nordamerika und der Ukraine und rechts, das ist sozusagen die Top Agrar aus Chile. Ich war jetzt zweimal mit meinem Buch nach Südamerika zu weiterer Recherche und Vorträgen eingeladen und das war dann im Oktober 2014. Was ist jetzt hier rechts noch besonders intelligent und Zukunft? Na, da ist schon nicht mal mehr Vereinsamung am Arbeitsplatz, da ist gar kein Arbeitsplatz mehr. Das ist ein Roboter, der da langfährt. Ja? Und das wohlgemerkt ja nicht als Abschreckung gemeint, sondern als Werbung. Ja? Also das Bild der Landwirtschaft der Zukunft. Ja, wir sind Böden entstanden, bevor wir Menschen uns sesshaft gemacht haben. Und was ist weltweit die erfolgreichste Mischkultur? Und was ist weltweit die erfolgreichste Permakultur?
Grasland ist das größte Biom auf der Welt. Es gibt nichts, was von der globalen Landfläche mehr Land bedeckt als Grasland, gefolgt vom Wald. Also, erfolgreichste Permakultur der Welt ist das Grasland, welches entstanden ist in Koevolution mit Weidetieren. Und klar, Logo, es ging nie um Monokultur da und auch nie um Monokultur der Bewirtschaftung. Mit anderen Worten, es war nie eine Art von Weidetier, was das hervorgebracht hat und entsprechend natürlich auch eine Biodiversität auf Seiten des Graslandes. Also Biodiversität ganz zentral bei all dem, was jetzt auch im Rahmen des Vortrags noch kommt, immer als Gegenspieler eben zu den ganzen Tendenzen Monokultur. Und damit ist auch klar, es ist keine Lösung, wenn wir, und dafür werden ja Millionen und Milliarden seit Jahrzehnten auf der Welt ausgegeben, wenn wir versuchen, weniger vom Schlechten zu machen. Ja? Sepp hat heute Morgen den Mut ziemlich ins Zentrum seines Vortrages gestellt. Ja, Mut zum Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften. Denn das, was wir mit dem weniger vom Schlechten machen, ändert ja nichts an der falschen Richtung. Irgendwann ist da die Wand, früher oder später. Das können wir verlangsamen, End-of-the-Pipe-Techniken, aber im Endeffekt ist da die Wand. Also es gehört viel Mut dazu, wirklich einen anderen Weg zu gehen und Potenziale zu sehen. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn ich mich hier hinstelle und von der erfolgreichsten Permakultur der Welt rede und das Grasland da ins Zentrum setze, wieso wissen wir das nicht? Wieso ist uns das kein Begriff? Es hat ja was mit Wahrnehmung bzw. Nicht-Wahrnehmung zu tun. Also mit anderen Worten, Grasland ist extrem unterschätzt, weil seine Potenziale nicht wahrgenommen werden. Und dann potenziert sich etwas, nämlich weil es eh schon unterschätzt wird, wird dann auch noch weniger darüber geforscht. Und entsprechend wenig weiß man. Und dann geht man auch noch dramatisch schlecht damit um. Mit anderen Worten, das, was über Jahrzehnte das Grasland kompensieren konnte, weil es immer noch biodiverser war als das, was auf dem Acker passierte, also weniger Gifteinsatz und so weiter auf dem Grasland im Gegensatz zu dem, was auf dem Acker passierte, das ist jetzt in den letzten 10, 20 Jahren auch noch vor die Hunde gegangen. Ja, deshalb eben jetzt das Grasland, welches ja 70% der globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht, nicht mehr das Refugium, was es eben lange noch für Insekten, Vögel und so weiter war. So, im Galopp die Prärien Nordamerikas, nicht nur der Mittlere Westen, sondern ein weit größerer Zeitraum, der eben über Jahrtausende, insbesondere von Bisons, aber auch anderen Tieren beweidet worden ist und dann eben in Koevolution mit den Tieren eben extrem fruchtbare Böden entstanden sind. Und insofern die Wurzelbilder von Frau Kutschera und dem Herrn Lichtenegger sind ja schon angetönt. Also das, woran wir immer nicht denken, das, was eben Amerikaner glauben lässt und was mir auch in Indien bei Vorträgen begegnet ist, wow, die Amis, die wissen, wie es geht, die machen da seit Generationen Mais auf Mais auf Mais und irgendwie geht das immer so weiter. Nein, geht es eben nicht. Und jetzt eben mit No-Till und Glyphosat geht es langsamer vor die Wand, aber es geht stetig vor die Wand. So, und in Südamerika, wer hat die Pampas Südamerikas beweidet, die übrigens deutlich größer sind vom Raum her, Paraguay gehört mit dazu, als das hier jetzt auf dem Bild zu sehen ist. Da ist uns das nicht bekannt und es ist auch den Menschen dort nicht bekannt, dass es auch dort wandernde Weidetiere gab, die entscheidend dort zur Bodenfruchtbarkeit beigetragen haben, so wie es die Bisons stellvertretend über 50 Millionen in Nordamerika waren zum Zeitpunkt der Invasion durch die europäischen Kolonialherren über 40 Millionen Guanacos dort in den Ebenen unterwegs. Davon wissen aber nicht nur wir nichts, sondern die dortigen Bewohner auch nicht, einfach zu lange her. Man kennt das Guanaco als Bergtier, aber nicht mehr in der Ebene. So, und jetzt sind wir in Europa. Was sehen wir hier? Die für Europa ältesten Höhlenzeichnungen mit Tieren. Was sehen wir im Wesentlichen? Weidetiere. 30.000 bis 40.000 Jahre alt, also noch während der letzten Eiszeit. Deshalb sehen wir auch noch Nashörner.
Aber auf jeden Fall sehen wir Weidetiere, wir sehen Rinderartige, das europäische Bison, also das Wisent, wir sehen Pferdeartige, Wildpferde. Was sehen wir nicht? Die Futtergrundlage, nämlich wieder das Gras. Und was sehen wir nicht? Die entsprechenden Raubtiere, die Prädatoren. Warum spielen bei uns in Deutschland Löwen so eine große Rolle? Ja, wie viele Fürstenhäuser, Flaggen und so weiter haben was mit Löwen zu tun, Skulpturen und so weiter. Die brauchten ja ein entsprechendes Ökotop, die brauchten ja die Tiere, von denen sie gelebt haben. Mit anderen Worten, dass also Auerochse und Wisent und so weiter bei uns gelebt haben, ist uns nicht so präsent, weil es so lange her ist. Und hier sehen wir den unglaublichen Lebensraum in Eurasien, des Auerochsen, der eben vom äußersten Westen bis in den äußersten Osten, Iberische Halbinsel, nicht so bekannt für sein fruchtbares Weideland, ja, lange her, oder Nordafrika, da gab es eine eigene Population des Auerochsen. Und vielleicht erinnern sich manche, wir haben ja in der Schule gelernt, Nordafrika war die Kornkammer der Römer. Nun hatte ich gesagt, dieses alles und Nordafrika gehört dazu, Steppenböden von der Geschichte her. Steppe ist bei uns nicht positiv konnotiert. Was wir kennen, ist der Begriff Versteppung. Und Versteppung ist, was passiert, wenn ich mit Steppenböden nicht adäquat umgehe. Das heißt nicht, dass wir das nie umbrechen dürfen. Aber wenn wir es umbrechen, dann sollten wir es machen mit all dem Wissen, was hier im Raum verbreitet ist. Und all dem Wissen, was man eben aus Dauergrünland und seiner Entstehung gewinnen kann. Oder Indien. Ich war mit meinem Buch nach Indien eingeladen, das Mutigste, was ich bisher tun dürfte, als deutsche Frau nach Indien zu kommen, um dort was über die Kuh zu erzählen. Und dort ist überhaupt nicht bewusst, dass tatsächlich es eine eigene Auerochsenpopulation da gab. Und das ist auch schon wieder so lange her, wie Nordafrika oder auch Mitteleuropa. Bei Cäsar ist doch nicht mehr von großen Auerochsenherden oder Wisenten die Rede. Sondern von schwarzen Wäldern bei den Germanen. Das ist das, was passiert, wenn Menschen wo sind, Jagddruck entsteht und die Tiere immer weiter nach Osten entweichen. Und dann konnten die Bäume hochkommen. Ja. Wir haben ja alle mal gelernt, die natürliche Vegetation Mitteleuropas ist der Wald. Das haben wir gelernt, so war es aber nicht nach der Eiszeit. Sondern da konnten erstmal Grasschösslinge hochkommen, Baumschösslinge hochkommen. Und als es dann wärmer wurde und immer wärmer wurde, da konnte dann auch wieder Wald entstehen. Gras ist anders. Gras ist anders als Acker und Gras ist anders als Wald. Gras will gebissen werden. Gras will beweidet werden. Das ist der Wachstumsimpuls, der dann erfolgt. Andere Pflanzen wehren sich mit toxischen Stoffen, mit Bitterstoffen, mit Stacheln gegen das Beweiden. Gras braucht den Wachstumsimpuls. Den können wir kompensieren, also den können wir also auch machen durch Mähen, aber natürlich nicht die Biodiversitätseffekte. Und insofern, es geht in allem immer nur um die Photosynthese, das ist hier schon mehrfach gesagt worden. Aber die Pflanze, der wir das am wenigsten zutrauen, die kann es am effizientesten, nämlich Boden bilden, Atmosphäre entlasten und Boden bilden. Warum? Weil das Verhältnis von Wurzelmasse immer eine nachhaltige Nutzung vorausgesetzt. Das Verhältnis von Wurzelmasse zur oberirdischen Masse ist nirgendwo so sehr auf Wurzelmasse ausgeprägt wie bei Graspflanzen. Und da geht es ja direkt mit der Photosynthese direkt in den Boden. Es entstehen also keine Verluste wie beim Laub. Und wir haben eine gigantische Vegetationszeit, wenn man es etwa vergleicht mit dem Wald. Fängt viel später an mit der Vegetationszeit und hört viel früher auch schon wieder auf. Also ein gigantisches Potenzial, dessen wir uns nicht bewusst sind. Und so mit jeder zusätzlichen Tonne Humus entlasten wir die Atmosphäre um 1,8 Tonnen CO2. Und da hat eben Grasland ein entscheidendes Potenzial dazu. Warum, um das am Ende zu sagen, haben wir, weil so hatte Stefan ja eingeleitet, dieses schlechte Bild vom Wiederkäuer im Kopf. Warum kommen alle Studien zu diesen schlechten Ergebnissen? Nicht, weil die Studien gefälscht sind, sondern weil das Studiendesign von vornherein falsch ist. Ja, es ist ein schlechter Futterverwerter, wenn ich es nicht daran messe, was es kann, nämlich Gras fressen, sondern eben mit Getreide, Mais und Soja
und dann hat es verkackt. Oder warum kommt überall raus, Kühe werden Klimakiller, weil man nur auf die Emissionen guckt. Das wissen wir doch vorher, dass wir gar nicht so viel pupsen können, wie Kühe rülpsen. Das heißt, 360 Grad, der Kreislauf muss dazu und dann hat die Kuh tatsächlich die Chance, als das dazustehen, als was wir sie halten können. Der Klimakiller ist immer der Mensch, der entscheidet über das entsprechende Agrarsystem. Insofern, wir müssen denken und handeln in fruchtbaren Landschaften. Vielen Dank. Ein heißes Thema, zu dem es sicher Fragen gibt, oder? Ich bin der Jonas. Meine Frage ist, wir reden immer viel über Kühe und Wiederkäuer, aber was ist zum Beispiel mit den Einhufern, die ja auch ganz wichtig waren jetzt im Bereich der Steppe zum Beispiel? Also kein Grünland, kein Gras, ich sage nicht grün, weil grün ist nur bei uns. Ja, weltweit ist viel mehr Grasland, aber grün dann nur in der Regenzeit und dann war es das. Ja. Also kein Grasland dieser Welt ist entstanden in Koevolution nur mit einem Weidetier. Ne? Also entscheidend waren tatsächlich, also ganz wesentlich waren die Auerochsen und andere, aber es waren immer auch Pferdeartige dabei, aber eben in viel geringerem Ausmaß. Na, man kann das, wenn ich jetzt Fotos von der Serengeti zeige, ne, dann kann man eben bei einem entsprechenden Wochenendseminar, dann kann man das eben entsprechend zeigen, das ist 5%, 10%. Aber ansonsten auch noch viele, dann doch noch Zweihufer, Springböcke und so weiter oder Rentiere, Elche, die wir da auch noch mitdenken müssen. Also noch eine Menge andere und die Wühler gehören ganz wesentlich mit dazu. Aber da wird es dann speziell, das sind vielleicht Fragen, wer Lust hat, die wir heute Abend besprechen können. Weitere Fragen? Hier waren irgendwo was. Also vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie hat die Agrarindustrie dann darauf reagiert, auf das Buch, auf das Erscheinen? Gab es Gegenwind? Tolle Frage. Ich habe 1980 begonnen, mich mit Gentechnik zu beschäftigen. Habe dann mal 1986 das Genethische Netzwerk mit gegründet, unter anderem mit Benny Herlin. Da habe ich Morddrohungen bekommen. Als mein Buch rausgekommen ist, hatte ich die schöne Situation, dass die Eröffnungspressekonferenz mit dem Professor stattfand, der mir ganz entscheidend Mut gemacht hat, dieses Buch zu schreiben. Professor Hartmut Grassel war 20 Jahre Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie und von dem hatte ich vor 17 Jahren gelernt, wo die entscheidenden Kohlenstoffspeicher dieser Welt sind, nämlich unter den Grasländern dieser Welt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das dahin? Ja? Und dann habe ich richtig angefangen, mich für Photosynthese zu begeistern und eben zu kapieren, dass im Grunde die Pflanze, von der wir das, ne, wo wir am wenigsten dran denken, weil wir denken ja alle immer Baum und Wald, das Oberirdische, ne, und nicht so sehr das Unterirdische. Und da zu dieser Pressekonferenz, um jetzt die Frage zu beantworten, kam dann auch Deutscher Bauernverband mit Pressesprecher und so weiter. Und ich war natürlich schon auch gespannt, wie sie reagieren würden. Ich habe nicht mit Morddrohungen gerechnet, nein. Sie haben es totgeschwiegen. Und haben etwas gemacht, 2 Jahre später, was mich nun gar nicht gewundert hat. Ich hatte nämlich den Titel dieses Buches 2 Jahre lang sperren lassen. Damit nicht jemand anders, der das auch behauptet, aber was ganz anderes macht, jemand, der dann sagt, ich bin Bauer, wir sind sowieso Bio, ja, mit so einem Titel rauskommt. Und dann hat tatsächlich Sonnleitner, der damalige Bauernverbandspräsident, auf der Grünen Woche gibt es immer eine Schülerzeitungspressekonferenz und die hatte genau diesen Titel, um dann zu sagen, alles prima. Ja. Also insofern, was ich bekomme, ist anonym, oder unter 4 Augen ungeheuer viel Zuspruch von Leuten, die sich nicht trauen, das öffentlich zu sagen. Also das ist wirklich für mich, also auch in dieser Lebensphase, ja, extrem positiv zu sehen, wie aus Bodenkundeinstituten mich Leute anrufen, mir Tipps geben
aber sich noch nicht öffentlich trauen würden, eben dazu auch öffentlich zu stehen. Und das macht richtig Mut. Wo kann man mehr lernen? Ich habe das Buch gelesen, ich habe mich ein bisschen mit Holistic Management befasst, habe André Voisin gelesen, die deutsche Übersetzung gibt es ja auch noch. Wo kann ich hier mehr Kurse besuchen? Wie kann ich tiefer ins Thema einsteigen? Also Kurs hört sich jetzt schon so ein bisschen so nach Rezept an. Ich glaube, was wir tun müssen, ist tatsächlich landschaftsbetriebsspezifisch darüber diskutieren, was passt zu diesem Betrieb, diesen Menschen, dieser Landschaft. Ja. Das vielleicht auch dazu gesagt, also hier, wenn man hier vorne steht, erklärt man ja die Welt. Wenn ich Coaching mache auf Betrieben, dann stelle ich Fragen und versuche dann eben mit den Fragen zu begreifen, wie ist es hier, wer ist hier, was könnte hier möglich sein und was heißt das dann auch letztendlich für Tiere auf diesem Betrieb und im Beweidungsmanagement. Ob es die Hühner in der Streuobstwiese sind, die mir da den Apfelwickler abweiden, wegweiden oder ob es dann eben wandernde Weidetiere sind. Also die Vision ist tatsächlich, ja, dieses... Burkhard hat das schon so angesprochen, Agroforestry drückt es nicht so ganz gut aus als Begriff und du hast eben die Weide ja immer auch schon mit dabei gehabt. Ja? Also ich wünsche mir eine Welt von Hirtinnen und Hirten und Garten, ja? Und aber dann auch noch den Forst dabei, als Solitär, als Randstreifen und als Wäldchen, weil das war heute Morgen so ein bisschen belacht worden, aber es ist ja die Apotheke der Natur, diese Übergänge vom Wald zum Grasland, also da, wo dann die ganzen Büsche sind, wo auch der Hasel ist und so weiter. Und den Weidetieren, denen man die Möglichkeit gibt, sich da was zu wählen, die machen davon auch genau Gebrauch, ja? Je nach eben ihrer jeweiligen Konstitution. Letzte Frage. Anita, du hast das wunderbar und gut dargestellt, die Weidelandkulturen, das Gras auf den Lössböden, den Schwarzerdeböden und die Entstehung derselben dadurch. Nur ist Getreide natürlich auch Gras. Genau. Und siehst du einen qualitativen Unterschied zwischen der Rinderhaltung bzw. der Haltung von Grasern und Getreideanbau hinsichtlich der Humusbildung durch die Wurzeln? Ich habe am Anfang gefragt, was ist die erfolgreichste Mischkultur auf der Welt? Und vermute mal, ne, die Antwort war eher überraschend. Und die erfolgreichste Permakultur. Wenn wir jetzt im 20. und 21. Jahrhundert endlich auf die Idee kommen, Mischkulturen zu machen, dann tun wir das ja mit Pflanzen, die ursprünglich mal, weil warum ist das Gras so erfolgreich? Weil es Teamwork ist, ja? Weil es eine Mischkultur ist und sich aber als Mischkultur entwickelt. Ganz warm, ganz kalt, ganz trocken, ganz heiß und der Wechsel dazwischen auch noch. Hingegen der Weizen, der Roggen, der Hafer, die Erbse, andere Leguminosen, die haben wir ja zu Egoisten erzogen. Ich glaube also, dass bei pflanzlichen Mischkulturen noch viel mehr Luft nach oben ist, wenn wir sie selektieren unter dem Aspekt der Verwendung Mischkultur. Ja, das gilt auch für den Mais. Ja, also es gilt im Grunde für allen. Aber ich bin nicht die, ne? Ich bin nicht die Gärtnerin, ich bin nicht die Ackerbäuerin, aber wir haben hier genügend, ne? Du sagst es immer so schön selbst, ich bin leidenschaftlicher Ackerbauer, stehst neben deiner Kuh und kraulst sie und sagst, ich bin leidenschaftlicher Ackerbauer. Ja? Und genau das beides braucht es ja. Und insofern ist die Antwort auf die Frage, es kommt drauf an. Wir müssen alles klug machen und ne, uns zusammentun. Ich hatte ja die Frage, wo kann man das jetzt lernen? Ne, hier in Deutschland, ne, Holistic Management und so weiter. Ich glaube, wir können gar nicht genug, der Tag hat nur 24 Stunden, uns zusammensetzen aus den verschiedenen Bereichen, aus denen wir kommen und gemeinsam darüber diskutieren, was ist möglich und warum. Und jetzt nicht irgendwie denken, weil in Amerika jetzt irgendwie Mob-Raising angesagt ist, das ist es jetzt auf jeden Fall. Das muss immer passen, ja, zum Betrieb. Und da ist viel Luft nach oben. Vielen Dank.